Erstmal hinsetzen. So, ihr geilen Eierhälse, da bin ich auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde. Luna spielt Schlenderian, die Arrival. Es tut mir leid, dass ich ein bisschen länger AFK war. Ich kann ja schon mal die Kapitelauswahl starten. Denn man hat mir gesagt, es gäbe hier noch ein Bonuskapitel. Ich weiß nicht, ob das der Siedlerhof sein soll. Ich habe auf jeden Fall die Möglichkeit, erstmal die Rückblende zu starten. Wir hatten, wie der eine oder andere schon gelesen hat, auf YouTube oder Twitter, auf Instagram habe ich es, glaube ich, nicht gepostet. Magen-Darm. Den Norovirus hatten wir. Genau, ich schlender hier mal ein bisschen lang. Und ja, der Norovirus hat uns halt komplett aus der Bahn geworfen. Also wir waren beide jeweils 2 bis 3 Tage komplett weg. Das Ding ist halt, bei mir war es am Wochenende. Montag war es schon so, ja, ich war schlapp. Richtig schlapp. Aber wenigstens hat die Kotzeritis und die Scheißeritis aufgehört. Es war sogar so schlimm. Ohne Witz, der Norovirus hat richtig reingekickt. Und ein Mann mit 35 hat nicht mehr so den Körper, wie er mit 25 sein sollte. Und deswegen habe ich mir auch mal schön eingekackt in der Nacht. Das war aber nur ein kleiner Spritzer. Immerhin, zum Glück. Ich habe keine Riesenwurst abgelassen, weil, ja, Norovirus, Magen-Darm. Nichtsdestotrotz hat es dann Fine am Montag komplett aus der Bahn gekickt und dadurch hat sich das natürlich nochmal nach hinten verschoben. Der Kleine ist auch noch krank geworden, hat sich dauernd übergeben, wie die ganze Familie. Und ja, der Kleine, der eine oder andere hat es vielleicht noch gar nicht mitbekommen, Luna ist Papa geworden. Ich habe hier übrigens ein Faceless Pumpkin. Wrapped, I'm, but that gift is... Blah. Schnickeltage. 1 von 30 Faceless Pumpkins. Eieiei. Eine Menge Collectibles auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wo die überall rumlungern. Und, ja. Der Virus hat uns komplett rausgekickt. Dazu hatte ich ja auch noch geschrieben, dass ich, oder gesagt in den letzten Slender-Videos, dass ich gerne, ein bisschen aufrüsten möchte, da ich mit der Aufnahmesituation, die war sehr experimentell, nicht ganz so zufrieden war. Und die Sache ist die, dass ich viel im Internet recherchiert habe, wie mache ich das mit 4K-Aufnahmen auf einem 1080p-Monitor, irgendwie will mein Aufnahmeprogramm nicht, dies, das. Dann hat einer einen Workaround geschrieben, wie das mit der Konsole und der Elgato funktionieren sollte. Ja, hat funktioniert, aber mehr schlecht als recht. Ihr habt es in den letzten Videos gesehen. Es gab hier und da ein paar Stotterungen. Oh. 10. Ich lese erstmal vor. Freut mich, dass es dir schon besser geht. Dankeschön. Der Norovirus war echt schlimm. Aber das Haus ist zu nah am Wald. Es ist zu abgelegen. Du musst woanders hingehen. Ich kenne einen Ort, an dem du sicherer sein wirst. Glaube ich jedenfalls. Ich werde dich begleiten, denn mein Haus fühlt sich auch nicht mehr sicher an. Ich habe alle Fenster zugenagelt, aber ich fühle mich noch immer zu exponiert. Ich habe auch seit ein paar Wochen nicht mehr geschlafen. Ich bin so müde. Lass uns hier verschwinden, Käthe. Ich verspreche dir, ich werde dich beschützen. CR. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, der eine oder andere meint, neuer Monitor würde helfen. Kaufe ich mir also einen neuen Monitor. Ich kann euch zeigen, ich sitze gerade auf einem Klappsessel, einem alten Klappsessel. Der eine oder andere kennt vielleicht noch meinen roten Klappsessel, der schon mal bei mir zu Hause war. Und der Monitor ist so groß wie ein Fernseher und steht erstmal auf dem Fußboden. Denn ich habe versucht, Entschuldigung, dass ich... jeder, der meine Videos kennt, weiß, ich mache so einen Mix aus Videospiel und Vlog. Und, ich guck mich erstmal noch um. Interagieren. Okay, das ist das neue Kapitel übrigens. Dankeschön für den Tipp nochmal, dass man hier oben ein... Das ist gruselig. Kapitel bekommen kann. Und ja. Ist geil. Macht eine Menge Spaß. Familienbilder. Mathe-Sohn! Ich unterbreche kurz das Vlog für eine wichtige Eilmeldung. Wir sind im neuen Kapitel. Alter, ist... Krankenhäuser, ehrlich? Ist das euer Ding? Spiel? Gut, um mich ein bisschen von dem Grusel abzulenken, werde ich doch meine Vlog-Geschichte weitererzählen. Ist schon geil mit dem Monitor, hier zu sitzen, aber das Problem hat nicht geholfen. Es lag nicht am Monitor.
Ich habe übrigens nebenbei noch einen Mikrofonschwenkarm für die Livestreams gekauft, auch cool. Was ist das? Die Probleme wurden nicht behoben. Zumal ich für den Monitor auch einen Schwenkarm gekauft habe. Seine Realität. Der aber... Gibt es wirklich? Der passt nicht an meinen Schreibtisch. Mein Schreibtisch hat unten so Querstreben und das ist mit so einer Klimmvorrichtung und die ist zu schmal für diese Querstreben. Ich habe einen Schlüssel. Also das Ding zurückgeschickt. Monitor erstmal auf dem Fußboden. Gut. Dann kann nur noch eine neue Grafikkarte helfen. Also heute nochmal los. Ganz spontan neue Grafikkarte gekauft. Jetzt habe ich eine RTX 4070. Super geil. Es macht jetzt schon viel mehr Spaß. Denn ich kann das nicht über Software aufnehmen alles. Ihr habt es gemerkt, das ist stutterig und so. Deswegen musste das jetzt sein. Neue Grafikkarte. Neuer 43 Zoll großer Monitor. Ein Mikrofonarm. Bist du mal eben bei 1600, 1500 Euro circa? Gönnung. Fina kam mir aber zum Glück finanziell ein bisschen entgegen. Fina hat übrigens sehr gelitten. Dr. James Anderson. Out him, im him out? Er. Aber out him. Him war doch so eine geile Band. Na 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 na. Na 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 na. Ach nee, es war gar nicht him. Der Kürbis. Vom Ballpark, I might hail in Kids Hands, I might tasty trail. Bla 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 blups, die Schnickeldagel. Fina hat nämlich wirklich, also die hat noch schlimmer gelitten als ich, die hat sich übergeben, wir mussten den Notarzt rufen. Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche, danach spielen wir das Spiel weiter. Ist das in Ordnung? Ich habe den Notarzt gerufen, weil sie einfach, die war fast nicht mehr ansprechbar. Die haben dann auch nur gesagt, wir sind jetzt hier aber nicht wegen Magen-Darm hergekommen. Naja, es ist, sie sehen doch viel schlimmer als das, sie dehydriert hier. Ja, da musst du halt mal durch, 2 Tage, Dings, die waren super nett. Aber runtergebrochen hieß es, wir können sie jetzt nicht mitnehmen, Krankenhaus ist scheiße, mit Kind auch nicht, Kind ist aber auch krank. Ich musste ihm Zäpfchen geben. Also dem Kind. Und die haben aber noch eine komische KV-Ärztin angerufen, so eine Notärztin für die Nacht. Die kam vorbei und hat gesagt, die Frau muss ins Krankenhaus, die ist völlig dehydriert, die stirbt uns hier weg. Also habe ich sie die ganze Nacht mit Wasser gefüttert. Ein Teelöffel in ein Glas und mit Wasser. Ja. Krankenhaus war nicht, aber wir haben es geschafft, wir haben es überlebt. Wir haben 5 Tage an diesem scheiß Norovirus gesessen. 2 Tage extra, um zu regenerieren. Jetzt sind wir wieder fit. Ich wollte aufnehmen. Hat alles nicht hingehauen. Neue Grafikkarte muss her. Bums, Fallera. Geschichte vorbei. Wir haben es zu Ende erzählt. Jetzt spielen wir das Spiel weiter. Tut mir leid für alle, die neu eingeschaltet haben. Ja, ich mache so einen Mix aus Vlog und Horror-Let's Plays. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Patient redigiert. Status unbekannt. Redigiert. Was ist denn redigiert? Ich bin bewandert in vielen Worten, aber redigiert ist mir neu. Tatsächlich habe ich das noch nie gehört. Bin aber auch kein Ärztemensch. Toxikologiebericht. Eine nicht identifizierte faserige schwarze Substanz wurde im Blut des Patienten entdeckt. Wir werden mehrere Proben davon an ein externes Labor zwecks einer Analyse schicken. Okay. Das Kapitel ist wirklich neu. Ich finde es schick. Der Monitor ist viel zu groß. Ich muss weiter nach hinten. Es ist völlig krank, Alter. Ich sitze direkt davor. Das ist doof. Boah! Der Krach war Lärm. Die Tür macht da langsam zu, aber... Der hat die gerade voll aufgetreten, habt ihr das gemerkt? Gut, hier ist ein Sack voll Scheiße. Diese Tierphysik in Spielen. Okay, da geht's, glaube ich, weiter. Ich würde mich erstmal umgucken. Alter, ist das gruselig. Atten, all employees. Okay, ach. Achten, alle Mitarbeiter. Wir gehen zurzeit berichten über seltsame Vorkommnisse im Keller und... Keller.
alten Untersuchungsräumen für Patienten in der Anlage nach. Seien Sie unbesorgt. Für uns steht die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter und Patienten steht an erster Stelle. Bitte sehen Sie davon ab, den Keller zu betreten. Außer es ist unbedingt notwendig. Mit freundlichen Grüßen, Emily Thompson. Der Name sagt mir doch was. Den haben wir doch schon mal im Spiel gehört. Über diese Teddybären. Hallo, ich würde gerne einmal außenrum. So, der hat auf jeden Fall Lungenkrebs, der hat Fußkrebs und der hat Kopfkrebs. Bin ich ein Arzt? Ärzt. Ich habe Ärztwesen durchgespielt. Blutproben? Auf dem Gerät würde ich, glaube ich, nicht mehr so viel untersuchen wollen. Judy, dann schlendere ich mich schnell wieder zurück. Und zwar in diesen Bereich. Was ist meine Aufgabe in diesem Kapitel? Rumlaufen, Ideen sammeln und vom Slenderman wegrennen? Gott sei Dank, nichts, vor dem ich wegrennen muss. Oh, fuck in my life, ey. Das ist widerlich. Kollegen? Ihr habt euren Arbeitsplatz nicht sauber zurückgelassen. Ich glaube, dafür gibt es Abzug in der B-Note und beim nächsten Mal bitte alle sauber den Arbeitsplatz verlassen. Da ist schon wieder dieses komische Arschparfüm, wovon ich im ersten Part gesprochen habe. Die scheinen in Mode zu sein in dieser Welt. Einsammeln, ein Blatt Papier. Brian, bitte gib nichts auf diesen Unsinn, den die Verschwörungstheoretiker seit kurzem herumplärren. Geht's um Corona? Es ist wahrscheinlich nur Geringverdiener-Gesocks, das Streiche spielt. Nein, es geht um hier, der Tornado-Man. Wie hieß er nochmal? Ich hab den Namen vergessen von diesem YouTuber. Du Geringverdiener! Das Streiche spielt, um Aufmerksamkeit zu erhaschen, weil ihre Köpfe so voller Stroh sind, dass er schon überall heraussprießt. Davon abgesehen sind wir hier oben sicher. Schließlich waren wir auf dem College. Das kann nur eine Karen geschrieben haben. Sorry. Aber sowas. Ich meine, das College ist auf dem Bildungsniveau der deutschen Realschule, habe ich mal gehört. Ich bin auch Realschüler. Ey! Beziehungsweise in Amerika ist es ja so eine Art Gymnasium. Es ist auf jeden Fall keine Uni. Wer ist sie? Ted? So, hier war ich, hier gehe ich weiter. Die gehen ja auch. Habe ich denn eine Taschenlampe? Sonst sagt er immer, du hast keine Taschenlampe, wenn ich Y drücke. Diesmal sagt er es mir nicht. Das ist schade. Aber offensichtlich ist hier nichts. Gut, ich finde übrigens geil, dass man den Sprint-Button auf Left Trigger gesetzt hat. Das ist so smooth. Ich hasse es, diesen linken Joystick reinzudrücken fürs Sprinten. Jetzt habe ich eine Taschenlampe. Halten Sie Ihr Maul? Ich wollte gerade sagen, es ist ja wirklich tatsächlich taghell. Also ich muss mal sagen, ich bin ja ein Fan von Reflexionen in Spielen. Wenn es keine gibt, früher hatten sie alle Reflexionen. Aber bevor ich sowas hier mache, lasse ich es doch lieber ganz bleiben, oder? Emily Thompson. Hotel, warte mal. Hotel. Hospital Administration. Emilie! Was? Alter, Half-Life 2 lässt grüßen. Das klang gerade original wie in Half-Life 2, wenn ich die Gravity Gun nutze und irgendwie einfach Stühle durch die Gegend schmeiße. Aber original. Geht nicht? Okay. Das ist ein sehr langes Kapitel, kann das sein? Ich bin ein bisschen. Was gibt's hier eigentlich Geiles? Limo und Orange. Oh Gott, weil kann ich doch. Bubble, Soda, Orange, Cola? K
Carrot? Grapefruit, Lime, Orange? Orange ist zweimal da, aber man kennt ja diese Automaten. Das sind irgendwie Sachen irgendwie fünfmal vorhanden. Warum auch immer. Aber was ist denn Carrot? Karottensaft? Wer säuft denn sowas? Pling. Das klang gerade wie bei drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Wenn sie ihren Wunsch geäußert hat. Und die Haselnuss aufgesprungen ist, um das Kleid rauszuzaubern. Keller! Push bar to open. Okay, geht nicht. So, jetzt müssen wir in die... Na, ich gehe einfach nicht in den Keller. Was hältst du denn davon? Ich gehe nach oben. Nach oben. Dann habe ich das Spiel durchgespielt. Natürlich nicht. Das ist äußerst schade. So. Was willst du? Ihre Gesundheit ist unsere Priorität. Der Part geht schon 15 Minuten. Kinders. Es läuft Blut aus den Rohren. Aber so richtiges, billiges Paint-Blut. Okay, geht's hier noch weiter runter? Die Tür ist nicht zu benutzen. Hier ist nichts physikalisch, also gehe ich einfach in den Gang, der mir vorgeschlagen wird. Alter, eine richtig geile Röhre. Ich vermisse die Zeit, wo man auf einer Röhre gezockt hat, ey. Schön, diese richtig Briefmarken. Dieser Schatten. Das ist das Problem. Blackt. Okay. Wer bist denn du, Alter? Burbank Gossip. Der Klatsch und Tratsch von Burbank. Und hier irgendein Horrormädchen, was tot am Boden liegt. Höre auf! Eigentlich habe ich nur Spaß gemacht, dass ich hier lang will. Na gut, dann gehe ich jetzt hier lang. Kann ich nochmal zurück irgendwie? Nö. Okay. Ich dachte, ich gucke mich vielleicht doch in die anderen Gegenden um, aber dann... Ja. Lässt du mich raus? Kein Erna, ey. Plagt? Mit flackernden Lichtern? Dieser Soundeffekt. Kann ich den triggern? Manchmal ist es ja so. Nee. Manchmal tritt er die Tür auf wie ein Brecher. Und dann wieder im nächsten Augenblick so. Nicht. Ach ja. April der 4. Ich habe meinen Test eines neuen experimentellen Medikaments begonnen, das dazu da ist, schwere Fälle von Depressionen und Angstzuständen zu behandeln. Es ist eine bahnbrechende Therapie, aber es gibt Gerüchte über beunruhigende Nebenwirkungen. Einige Patienten berichten, eine große gesichtslose Gestalt in den Schatten zu sehen. Sie bezeichnen ihn immer nur als ihn oder er. Als Wissenschaftler muss ich meine Objektivität wahren und mich auf die potenziellen Vorteile dieser Therapie konzentrieren. Nichtsdestotrotz muss ich zugeben, dass diese seltsamen Ereignisse mein Interesse geweckt haben. Interesse geweckt? Findest du es geil, wenn Leute Wahnzustände haben, ja? Stehst du richtig drauf? Ist ein Fetisch oder was? Einfach ein Bett vom Himmel. Kannst du drin legen. Help!
Kumpel? Sah nicht so gesund aus. Wobei, so ein bisschen... Ja, Thai-Massage ist auch nichts anderes. Ohne Happy End natürlich. Ach man. Seminarraum und... was? Lehrlabor. Und da liegt ein Kürbis. So. 4,30. Zwei Pumpkins in Rains. Das habe ich vorher noch nie gelesen. Zwei Pumpkins gibt's noch. Gibt es da irgendwas, wenn man alle Pumpkins sammelt? Irgendein Special Feature, extra Ending, Goodie? Gratis Kautabak? Naja. Blut. Was ist eigentlich das hier? Diese Hand sehe ich die ganze Zeit. Schützt sich ein anderer vor Krankheiten. Waschen Sie Ihre Hände nach dem Husten oder Niesen bei der Pflege von Kranken vor, während, nach der Essensvorbereitung, vor dem Essen, nach dem Toilettengang, wenn die Hände schmutzig sind, nach dem Umgang mit Tieren oder Tierabfällen. World Health Day, ja, der interessiert mich gar nicht. Hier, sonst bin ich schon. Trink jeden Tag eine Flasche Schnaps. Das hält frisch. Pumpkin. Geh wieder Pumpkin. Mustard in Line, was? Ein Pumpkin ist noch übrig. Hier liegt doch bestimmt wieder Zeug. Lecker. Paper. Und alles voller Medikamente oder sowas. Als wenn die hier am Tresen sitzen. Stell dich mal vor, da kommen Leute rein. Hallöchen, haben Sie Medikamente? Natürlich, alles voll, bedienen Sie sich. Die liegen doch niemals hier so rum. Das ist doch Quark mit Käse. Raus komme ich eh nicht, das kannst du knicken. Der Exit ist Quatsch. Den gönnt ihr mir der Slendy doch sowieso nicht. Ich suche erstmal die Gegend ab. Nach einem Pumpkin, noch irgendwas zu naschen. Ich muss doch eh in den Keller, oder nicht? Wartet mal. Ich guck mir mal den roten Bereich da hinten an. Das Rotlichtviertel dieses Spiels. Ach so, so wegen dem Kohleautomaten. Gib mir mal das Türchen. Gib mir mal die Tür. Da draußen. Alarm an, aus. Alerta, Alerta. Gut. Im Fall eines Patientenausbruchs muss ein Sicherheitsprotokoll eingeleitet werden. Habe ich nicht? Kriegst du nicht. So. Die Frage ist natürlich, kann ich jetzt raus? Oder sollte ich in den Keller gehen? Ich kann ja hier theoretisch... Da schreit jemand! Drück mal auf den Knopf hier. Okay, will er nicht. Dann steige ich halt hier rein. Ach ja, ich kann ja hocken. Da war ja was. Cool. Voll vergessen. Da fuhr das hinter mir her. Es klingt tatsächlich so, als wäre irgendwas hinter mir her. Ich laufe einfach. Ich drehe mich jetzt nicht um. Ich werde einen Teufel tun. Hilfe! Was ist das, Sohn? Renn zum Exit. Run through your life. Schlendrian, du bist der Größte.
Es geht nur in den Keller. Das war doch abzusehen, oder nicht, Kinders? Entschuldigung. Ich wollte es eigentlich erst nach dem Paar tun. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch noch wirklich seit damals dabei sind. Aber zusammenfassend kann man über all die Jahre sagen: Keller, check. Gefliesste Räume, es ist ein Krankenhaus, check. Wasser, check. Ein Horrorspiel. Also ich glaube, wir haben jetzt jedes Klischee. Ich glaube, der Typ, der kannte mich. Er hat sich gedacht, komm, zum Ende ballern wir nochmal alle Horrorklischees, die Luna hasst. So richtig hasst. In ein letztes Kapitel. Bitteschön. Leichenhallen. Auch schön. Richtig spaßig hier. Ich hab Bock. Ekel, gefließte Kacke mit Pisse. Ein Blutschlüssel. Wenn sie aber gleich blutet, ist es eine Fresse, wenn du mich den Schlüssel rausrückst, Alter. Ich krieg AIDS im Endstadium, Endstadium, Endstadium. Ich habe einen Schlüssel aufgenommen und möchte gern hier durch. Aufwachen! Wenn jetzt gleich irgendwas aus dem Wasser kommt, vor dem ich wegrennen muss. Fies dich dieses Spiel zu Tode. Der letzte! Pumpkin! Hier ist ja nichts. Hier auch nicht. Gehe ich gar nicht erst rein. Ich laufe diesen komischen, gruseligen Scheißgang entlang. Ich hab schon. Ich wusste es. Okay, jetzt war es zum Glück nicht so schlimm. Wie in Amnesia. Wisst ihr noch? Amnesia, Dark Descent. Oh, da hängt einer. Woody. Ich geh mal hin. Geht bei einem Stromausfall meine Taschenlampe aus. Oh, der Slender-Sound. Geil. Blockiert. Zu. Soll ich jetzt vom Dach hüpfen oder was? Wie hast du dir das vorgestellt? Spiel? Ach, guck mal.
Och nö. Wieder zurück im Albtraum. Warte, Sohn. Warum immer dieses Licht aus? Boah, fuck, Alter! Ah, wir spielen. Okay. Wir haben das Kapitel geschafft, liebe Kinder. Wir haben das Kapitel geschafft. Wir sind hier fertig. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt den letzten Part erledigen. Und zwar das mit den Fenstern, aber das machen wir dann in einer anderen Folge. Yay! Erfolg freigeschaltet, Marathonläufer! Laufe mehr als 10.000 Schritte. Ja, das war ein sehr interessantes Kapitel. Wieder mal sehr... Ja, also ich habe die Vermutung, wir spielen Mattheson Senior in dem Kapitel, weil Save Your Son. Können wir aber nicht, weil Slendy hat's ja. Hat ja unseren Son. Und dementsprechend konnten wir jetzt gar nicht mehr so viel machen, oder? Aber wisst ihr was? Das ist doch völlig egal. Bei so einem Spiel wie Slenderman geht es weniger um die Story als um die Atmosphäre. Also es gibt auch Story. Es gibt Leute, die wirklich sehr viel für die Story leben. Aber wir nehmen jetzt diese Kassette und schauen sie uns im nächsten Part an, liebe Kinders. Ich würde sagen, wir verabschieden uns hier an der Stelle. Auf dann, auf bald. Auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Blah, 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 blah.